Willkommen, liebe Zuschauer, zur Nachbetrachtung des A-Jugend-Regionalliga-Spiels SV Grünwald-Sperrin gegen die Berliner Füchse. Gewonnen haben heute die Berliner Füchse mit 32 zu 19. Entschuldigung. Erstmal herzlichen Glückwunsch an die Trainerin der Füchse Berlin, Anja Gerke. Aber zuallererst natürlich die Frage, wie geht's der Nummer 15, wie geht's Valerie Thomas? Ich habe leider noch gar keine Rückmeldung. Sie ist noch nicht aus dem Krankenhaus zurück und ja, ich hoffe, dass ich jetzt nach dem Interview schnell telefonieren kann, dass ich sie dann erreiche und nochmal gucken, wie es ist. Also ich denke mal, das ist ja ausgekugelt, die Schulter, und dann ich hoffe, dass es eben schnell wieder gesund wird. Ja, noch eine weniger, ja, so ist das. Ja, von unserer Stelle natürlich gute Besserungswünsche an Valerie Thomas. Nun zum Spiel, wie haben Sie das Spiel Ihrer Mannschaft gesehen? Wie zufrieden sind Sie nach so einem deutlichen Sieg hier in Schwerin? Ja, ich bin schon zufrieden. Also sie haben probiert, das umzusetzen, was wir jetzt letzte Woche vor allem angesprochen hatten. Wir hatten letzte Woche eine Mannschaftssitzung gehabt, weil es noch nicht so rund lief bei uns. Wir haben auch die Spiele eben knapp verloren. Und die Einstellung, die Trainingsbeteiligung, auch das Tempo hat mir vorher nicht gefallen. Und das haben wir heute probiert, besser umzusetzen von der Aggressivität her und eben vom Tempo her. So, okay, bin eigentlich recht zufrieden. Auch wenn es nicht so gut lief heute für die Grün-Weiß-Sperriner, welche Spielerinnen sind Ihnen aufgefallen bei den Sperrinern? Klar, die Nummer 11, also das ist mit Abstand, also da gibt es gar keine Frage. Also wenn sie auf der Platte war, war deutlich mehr Bewegung drin. Dort sie hat die 1-1-Situation uns schon schwer zu schaffen gemacht und wir hatten schon Probleme, sie dort in einem Deckungsverband zu decken. Sonst, also ja, also das war so, die Außen fand ich die eine kleine, ich weiß nicht, wie sie heißt, ja. Die war sehr flink vorne, da hatten wir in der Rückwärtsbewegung unsere Probleme gehabt. Das sind so die beiden, die ich für wirklich herausstellen würde gerne, weil die waren wirklich gut heute.
Gibt es in der Mannschaft bei Ihnen jemanden, den Sie heute herausheben würden, weil es so gut gelungen ist, gerade nach dem Ausfall von Valeria Thomas, die ja die ersten beiden Tore erzielt ja, in dem Spiel? Das war ein bisschen ärgerlich. Nee, ich will eigentlich heute keinen rausstellen, weil ich fand, das war einfach wirklich eine Mannschaftsleistung heute. Alle haben gekämpft, wir haben probiert, das umzusetzen, was ich gerne haben wollte, wie gesagt, mit dem Tempo. Und ich finde, das war eben, wie gesagt, eine Mannschaftsleistung und da sollte keiner rausgehoben werden, finde ich nicht. Gut, kommen wir zu dir, Steffen. Deine Heimpremiere ein wenig in die Hose gegangen. Versuch Worte zu finden. Ja, es ist nicht schwierig, Worte dafür zu finden. Ich muss ganz klar sagen, erstmal Glückwunsch an Anja. Hat sich gut vorbereitet auf die Mannschaft. Ich denke, wir haben trotzdem mit Wendy eine kleine Überraschung parat gehabt, was sicherlich nicht so vorherzusehen war. Ja gut, man muss ganz klar sagen, wir waren in allen Belangen unterlegen. Gerade das, was Anja angesprochen hat, was ihre Mannschaft besser machen wollte oder besser gemacht hat. Wir haben es phasenweise gezeigt, dass wir es können im Angriff, wenn wir mit Schwung gekommen sind, Druck auf die Abwehr ausgeübt haben, dann sind wir auch zu leichten Torerfolgen gekommen, beziehungsweise zu Torschancen, die dann auch eine überragende Torhüterin heute da hinten gehalten hat, das muss man auch ganz klar sagen. Also Würxe waren heute auf allen Positionen doch immer einen Schritt voraus, einen Schritt besser, was die Aggressivität auch in der Abwehr anbelangt. Und das haben wir eben halt. Wir haben zu viele einfache Fehler hinten in der Abwehr gemacht, wir haben nicht konzentriert und konsequent vorne den Angriff durchgespielt. Und das sind natürlich die Dinge, mit solchen Fehlern gewinnst du kein Spiel. Ja, und da müssen wir weiter dran arbeiten. Wir sind doch deutlich schon besser als zu Beginn der Saison. Wir haben viel schon verändert und mal gucken, was jetzt noch die Zeit bringt. Ja, ich würde fragen, es steht noch kein Sieg zu Buche für Grün-Weiß-Schwerin. Was wirst du tun, um demnächst diesen Abseitstrend zu ändern? Wir müssen weiter hart arbeiten, das ist ganz klar. Wir müssen das Training nutzen, müssen auch das, was sicherlich dann auch bei Anja das Problem ist, wir müssen auch unsere Trainingsbeteiligung, die hat sich deutlich verbessert, wenn wir weiter konsequent an unseren Möglichkeiten arbeiten, weil vom Prinzip her sind wir nicht schlechter als die Mannschaften, gegen die wir spielen, weil das, was uns eben halt einfach nur ins Hintertreffen geraten lässt, sind die schnellen Angriffe. Wenn wir vorne eben halt diese Chance nicht nutzen, obwohl wir sie haben und eben halt verwerfen, dann kommen die Füchse hier zu 15 schnellen, einfachen Toren und im Positionsangriff hat meist jeder Gegner, egal gegen den wir momentan jetzt gespielt haben, die letzten drei Spiele, haben die kaum eine Chance. Also da stehen wir schon besser in der Abwehr. Ja, und mal gucken, die Mädels müssen mehr an sich glauben, sie brauchen neues Selbstbewusstsein und wenn das eben halt dabei ist, dann werden wir auch unsere Punkte schon irgendwo holen. Welche Spieler sind dir aufgefallen heute jetzt speziell bei unseren Gegnern, bei den Füchsen Berlin? Ja, das ist natürlich Gianni Möhl einmal heute aufgrund der Tatsache, eine alte Schwerinerin, die ist in der Heimat hochmotiviert. Und dann, ich möchte bei den Füchsen keine Spielerin hervorheben, weil das war wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und das ist mir auch eigentlich viel lieber, egal ob es beim Gegner ist oder bei uns. Wenn du eine geschlossene Mannschaftsleistung hast, hast du mehr gewonnen, als wenn du eine gute Spielerin hast. Das ist ein schönes Schlusswort für heute. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Anja Gerke, Trainerin der Füchse Berlin, und Steffen Franke, Trainer des SV Grün-Weiß-Schwerin. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Sport in Schwerin.